Kapitel 4. Don Juan sprach selten offen über Mescalito. Jedes Mal, wenn ich ihn danach fragte, wich er mir aus. Aber immer sagte er genug, um einen Eindruck von Mescalito zu geben. Einen Eindruck, der immer ein menschliches Wesen spiegelte. Mescalito war ein männliches Wesen, nicht nur wegen der zwingenden grammatischen Regeln, die dem Wort den männlichen Artikel gibt, sondern auch wegen seiner beständigen Eigenschaften, Beschützer und Lehrer zu sein. Don Juan bestätigte diese Charakteristika in verschiedenen Formen, jedes Mal, wenn wir darüber sprachen. Sonntag, 24. Dezember 1961. Die Yerba del Diablo hat niemals jemanden beschützt. Sie ist nur da, um Macht zu geben. Mescalito dagegen ist sanft wie ein Baby. Aber du hast gesagt, Mescalito sei manchmal erschreckend. Natürlich ist er erschreckend, aber wenn du ihn einmal kennst, ist er sanft und gütig. Wie zeigt er seine Güte? Er ist ein Beschützer und Lehrer. Wie beschützt er? Du kannst ihn immer bei dir behalten und er wird aufpassen, dass dir nichts Böses passiert. Wie kannst du ihn immer bei dir behalten? In einem kleinen Beutel, der mit einer Schnur unter deinem Arm oder dem Hals befestigt ist. Hast du ihn bei dir? Nein, aber ich habe einen Verbündeten. Doch andere Leute haben ihn bei sich. Was lehrt er? Er zeigt die Dinge und sagt dir, was sie sind. Wie? Du musst es selbst sehen. Dienstag, 30. Januar 1962. Was siehst du, wenn Mescalito dich mitnimmt, Don Juan? Diese Dinge sind nichts für so ein Gespräch. Ich kann dir das nicht sagen. Würde dir etwas Schlimmes passieren, wenn du es sagen würdest? Mescalito ist ein Beschützer, ein sanfter, gütiger Beschützer. Aber das bedeutet nicht, dass du dich über ihn lustig machen kannst. Da er ein gütiger Beschützer ist, kann er auch für die, die er nicht mag, der Schrecken selbst sein. Ich will mich nicht über ihn lustig machen. Ich möchte nur wissen, was er andere Leute tun oder sehen lässt. Ich habe dir alles beschrieben, was Mescalito mich sehen ließ, Don Juan. Mit dir ist es anders, vielleicht, weil du seine Wege nicht kennst. Seine Wege müssen dir gezeigt werden, so wie man einem Kind das Gehen zeigt. Wie lange muss ich noch lernen? Bis er selbst anfängt, dir verständlich zu sein. Und dann? Dann wirst du von allein verstehen. Du wirst mir nichts mehr erzählen müssen. Kannst du mir wenigstens sagen, wohin Mescalito dich führt? Darüber kann ich nicht sprechen. Ich möchte nur wissen, ob es eine andere Welt gibt, in die er die Leute führt. Ja, es gibt eine. Ist es der Himmel? Das spanische Wort für Himmel ist Cielo, aber das bedeutet auch Firmament. Er führt dich durch das Firmament. Ich meine, ist es der Himmel, wo Gott ist? Jetzt wirst du albern. Ich weiß nicht, wo Gott ist. Ist Mescalito Gott, der einzige Gott, oder ist er einer der Götter? Er ist nur ein Beschützer und ein Lehrer. Er ist eine Macht. Ist er eine Macht in uns selbst? Nein, Mescalito hat nichts mit uns selbst zu tun. Er ist außerhalb von uns. Dann muss jeder, der Mescalito nimmt, ihn in der gleichen Form sehen? Nein, überhaupt nicht. Er ist nicht für jeden dasselbe. Donnerstag, 12. April 1962. Warum erzählst du mir nicht mehr über Mescalito, Don Juan? Es gibt nichts mehr zu erzählen. Es muss tausende von Dingen geben, die ich wissen sollte, bevor ich ihn wieder treffe. Nein. Vielleicht gibt es für dich nichts, was du wissen musst. Wie ich dir schon gesagt habe, er ist nicht für jeden dasselbe. Ich weiß, aber ich möchte immer noch wissen, wie andere über ihn denken. Die Meinung derjenigen, die sich damit abgeben, über ihn zu sprechen, ist nicht viel wert. Du wirst sehen. Du wirst wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Punkt über ihn sprechen und von da an wirst du nie wieder etwas über ihn sagen. Kannst du mir von deinen eigenen ersten Erlebnissen erzählen? Wozu? Dann werde ich wissen, wie ich mit Mescalito umgehen kann. Du weißt schon mehr als ich. Du hast tatsächlich mit ihm gespielt. Eines Tages wirst du sehen, wie gütig der Beschützer zu dir war. Ich bin sicher, dass er dir dies erste Mal viele, viele Dinge gesagt hat, aber du warst blind und taub.
Sonnabend, 14. April 1962. Nimmt Mescalito jede Gestalt an, wenn er sich zeigt? Ja, jede Gestalt. Welches sind denn die gewöhnlichsten Formen, die du kennst? Es gibt keine gewöhnlichen Formen. Meinst du, Don Juan, dass er in jeder Gestalt erscheint, auch denen, die ihn gut kennen? Nein, er erscheint denen in jeder Gestalt, die ihn nur ein wenig kennen, aber für jene, die ihn gut kennen, ist er immer derselbe. Auf welche Art ist er derselbe? Er erscheint ihnen manchmal als Mensch, so wie wir, oder als ein Licht, nur als ein Licht. Verändert Mescalito jemals seine gleichbleibende Gestalt für diejenigen, die ihn gut kennen? Davon weiß ich nichts. Freitag, 6. Juli 1962. Don Juan und ich brachen am späten Sonnabendnachmittag des 23. Juni zu einer Fahrt auf. Er sagte, wir würden in den Gegenden von Chihuahua nach Honguitos Pilzen suchen. Er sagte, es würde eine lange, schwierige Fahrt sein. Er hatte recht. Wir kamen am Mittwoch, den 27. Juni um 10 Uhr abends in einer kleinen Minenstadt am nördlichen Chihuahua an. Das Auto hatten wir am Ortsrand stehen lassen und von dort gingen wir zum Haus seiner Freunde, einem Tarahumara-Indianer und seiner Frau. Dort schliefen wir. Am nächsten Morgen weckte uns der Mann ungefähr um 5. Er brachte uns Haferbrei und Bohnen. Er setzte sich zu uns und sprach, während wir aßen, mit Don Juan, aber er sagte nichts über unsere Fahrt. Nach dem Frühstück füllte der Mann meine Feldflasche mit Wasser und legte zwei süße Brötchen in meinen Rucksack. Don Juan gab mir die Feldflasche, befestigte den Rucksack mit einer Schnur über seinen Schultern, dankte dem Mann für seine Freundlichkeit und zu mir gewandt sagte er, es ist Zeit zu gehen. Wir gingen ungefähr eine Meile auf der Landstraße, dann kürzten wir durch die Felder ab und in 2 Stunden waren wir am Fuß der Hügel südlich der Stadt. Wir erstiegen die leichten Hänge in südwestlicher Richtung. Als wir die steinernen Hänge erreichten, änderte Don Juan die Richtung und wir folgten einem hohen Tal nach Osten. Trotz seines fortgeschrittenen Alters legte Don Juan ein so unglaubliches Tempo vor, dass ich mittags schon völlig erschöpft war. Wir setzten uns und er öffnete den Brotbeutel. »Du kannst alles essen, wenn du willst«, sagte er. »Und du?« »Ich bin nicht hungrig und später brauchen wir das Essen nicht mehr.« Ich war sehr müde und hungrig und nahm sein Angebot an. Ich glaubte, dies sei eine gute Zeit, über den Zweck unserer Fahrt zu sprechen und fragte ganz beiläufig, »Glaubst du, dass wir lange hier bleiben werden?« »Wir sind hier, um etwas Mescalito zu sammeln. Wir werden bis morgen bleiben.« »Wo ist Mescalito?« »Hier überall.« Viele herrliche Kakteenarten wuchsen überall in der Gegend, aber ich konnte keinen Peyote unter ihnen entdecken. Wir begannen erneut zu klettern und kamen etwa um 3 Uhr zu einem langen, schmalen Tal mit steilen Abhängen. Ich war seltsam erregt bei dem Gedanken, Peyote zu finden, den ich nie in seiner natürlichen Umgebung gesehen hatte. Wir gingen in das Tal und nach ungefähr 120 Metern entdeckte ich plötzlich 3 unverkennbare Peyote-Pflanzen. Sie wuchsen längs vom Pfad einige Zentimeter über dem Boden vor mir. Sie sahen wie runde, grüne Rosen aus. Ich rannte auf sie zu und zeigte sie Don Juan. Er beachtete mich nicht, drehte mir absichtlich den Rücken zu und ging weiter. Ich wusste, dass ich etwas Falsches getan hatte und für den Rest des Nachmittags gingen wir schweigend, langsam der flachen Talsohle folgend, auf der kleine, scharfkantige Steine lagen. Wir bewegten uns zwischen Kakteen, scheuchten Scharen von Eidechsen auf und manchmal einen einsamen Vogel. Und ich ging an vielen Peyote-Pflanzen vorbei, ohne ein Wort zu sagen. Um 6 Uhr waren wir am Fuß des Gebirges angekommen, wo das Tal endete. Wir stiegen zu einem Grat. Don Juan ließ seinen Rucksack fallen und setzte sich. Ich war wieder hungrig, aber wir hatten nichts übrig. Ich schlug vor, den Mescalito zu pflücken und zur Stadt zurückzukehren. Er sah mich ärgerlich an und schnalzte mit den Lippen. Er sagte, wir würden die Nacht hier verbringen. Wir saßen still. Links von uns war eine Felswand und rechts war das Tal, das wir gerade durchquert hatten. Es reichte ziemlich weit in die Ferne und schien breiter und nicht so flach, wie ich gedacht hatte. Von hier aus war es voller Hügel und Vorsprünge. Morgen werden wir zurückgehen, sagte Don Juan, ohne mich anzusehen und zeigte auf das Tal. Wir werden einen Rückweg finden und ihn auf dem Weg durch die Felder pflücken. Das heißt, wir werden ihn nur pflücken, wenn er auf unserem Weg ist. Er wird uns finden und nicht umgekehrt. Er wird uns finden, wenn er es will.
Don Juan lehnte sich mit dem Rücken gegen die Felswand, drehte seinen Kopf auf die Seite und sprach weiter, so als ob außer mir noch jemand da sei. »Noch etwas. Nur ich kann ihn pflücken. Du wirst vielleicht den Beutel tragen oder vor mir hergehen. Das weiß ich noch nicht, aber morgen wirst du nicht so wie heute auf ihn zeigen.« »Es tut mir leid, Don Juan.« »Es ist schon gut. Du wusstest es ja nicht.« »Hat dein Wohltäter dir all das über Mescalito beigebracht?« »Nein, niemand hat es mir beigebracht. Es war der Beschützer selbst, der mein Lehrer war.« »Dann ist Mescalito wie eine Person, mit der du sprechen kannst.« »Nein, das ist er nicht.« »Wie lehrt er dann?« Eine Weile sagte er nichts. »Erinnerst du dich daran, als du mit ihm gespielt hast? Du hast doch verstanden, was er meinte, nicht wahr?« »Ja.« »So lehrt er. Damals wusstest du es nicht, aber wenn du auf ihn Acht gegeben hättest, hätte er mit dir gesprochen.« »Wann?« »Als du ihn das erste Mal gesehen hast.« Er schien sehr ärgerlich über meine Fragen. Ich sagte ihm, dass ich all das fragen müsste, weil ich alles, was möglich war, herausfinden wollte. »Aber frag mich nicht«, er lächelte böse, »frag ihn. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, frag ihn alles, was du wissen willst.« »Dann ist Mescalito wie eine Person, mit der man sprechen kann.« Er ließ mich nicht ausreden. Er drehte sich um, hob die Feldflasche auf, kletterte von dem Felsvorsprung und verschwand hinter dem Felsen. Ich wollte nicht allein sein, und obwohl er mich nicht gebeten hatte, mitzugehen, folgte ich ihm. Wir gingen ungefähr 200 Meter zu einem kleinen Bach. Er wusch sich Hände und Gesicht und füllte die Flasche. Er spülte mit dem Wasser seinen Mund, aber er trank nichts. Ich schöpfte mit den Händen etwas Wasser und trank, aber er hielt mich zurück und sagte, es sei unnötig zu trinken. Er gab mir die Feldflasche und begann, zu dem Felsvorsprung zurückzugehen. Als wir dort ankamen, setzten wir uns wieder mit dem Rücken zur Felswand und sahen auf das Tal. Ich fragte ihn, ob wir ein Feuer machen könnten. Er reagierte darauf, als sei es unvorstellbar, so etwas zu fragen. Er sagte, dass wir für diese Nacht Mescalitos Gäste seien und dass er uns warm halten würde. Es war bereits dunkel. Don Juan zog zwei dünne Baumwolldecken aus seinem Rucksack, warf mir eine in den Schoß, setzte sich mit gekreuzten Beinen und hängte sich die Decke über die Schulter. Unter uns war das dunkle Tal und die Ränder verschwanden im Abendnebel. Don Juan saß reglos dem Peyote-Feld zugewandt. Ein gleichmäßiger Wind blies mir ins Gesicht. »Die Dämmerung ist die Trennung zwischen den Welten«, sagte er leise, ohne mich anzusehen. Ich fragte nicht, was er damit meinte. Meine Augen wurden müde. Plötzlich fühlte ich mich erregt. Ich hatte ein merkwürdiges, überwältigendes Verlangen zu weinen. Ich legte mich auf den Bauch. Der Felsboden war hart und unbequem und ich musste mich alle paar Minuten wieder umdrehen. Schließlich setzte ich mich auf, kreuzte die Beine und legte die Decke über die Schultern. Zu meinem Erstaunen war diese Stellung äußerst bequem und ich schlief ein. Als ich aufwachte, hörte ich Don Juan zu mir sprechen. Es war sehr dunkel. Ich konnte ihn kaum sehen. Ich verstand nicht, was er sagte, aber ich folgte ihm, als er von dem Felsvorsprung herunterkletterte. Wir bewegten uns vorsichtig, oder jedenfalls ich bewegte mich wegen der Dunkelheit vorsichtig. Am Fuß der Felswand blieben wir stehen. Don Juan setzte sich und gab mir ein Zeichen, mich links neben ihn zu setzen. Er öffnete sein Hemd und nahm einen Lederbeutel heraus, den er aufband und vor sich auf den Boden legte. Er enthielt einige getrocknete Peyote-Buttons. Nach langer Zeit nahm er einen der Buttons auf. Er hielt ihn in seiner rechten Hand und rieb ihn mehrmals zwischen Daumen und Zeigefinger, während er leise sang. Plötzlich stieß er einen ungeheuren Schrei aus. »Ai!« Es war gespenstisch, unerwartet. Er erschreckte mich. Verschwommen sah ich, wie er den Peyote-Button in seinen Mund nahm und zu kauen begann. Einen Augenblick später nahm er den ganzen Beutel, beugte sich zu mir und flüsterte mir zu, dass ich den Sack nehmen, einen Mescalito aussuchen, den Sack wieder vor uns legen und es ihm gleich tun sollte. Ich nahm einen Peyote-Button heraus, rieb ihn, wie er es getan hatte. Er sang die ganze Zeit und wiegte sich hin und her. Ich versuchte mehrere Male, den Button in den Mund zu nehmen, aber ich war zu verwirrt, um zu schreien. Dann kam wie in einem Traum ein unglaublicher Schrei aus mir. Ai! Einen Augenblick glaubte ich, es sei jemand anderes. Wieder fühlte ich die Wirkung eines nervösen Schocks in meinem Magen. Ich fiel nach hinten, mir wurde schwindlig. Ich nahm den Peyote-Button in den Mund und kaute ihn. Nach einer Weile nahm Don Juan einen anderen aus dem Beutel. Ich war erleichtert, als ich sah, dass er ihn nach kurzem Gesang in den Mund nahm.
Er gab mir den Beutel und nachdem ich einen Button genommen hatte, legte ich ihn wieder vor uns hin. Dieser Zyklus wiederholte sich 5-mal, bevor ich Durst spürte. Ich nahm die Feldflasche, um zu trinken, aber Don Juan sagte mir, ich solle nur meinen Mund auswaschen und nichts trinken, sonst müsste ich mich übergeben. Ich spülte meinen Mund wiederholt mit Wasser. In einem bestimmten Augenblick war das Trinken eine schreckliche Versuchung und ich schluckte etwas Wasser. Augenblicklich zog sich mein Magen zusammen. Ich erwartete ein schmerzloses und leichtes Fließen von Flüssigkeit aus meinem Mund, so wie bei meinem ersten Peyote-Erlebnis. Aber zu meinem Erstaunen hatte ich nur das Gefühl des Erbrechens. Es dauerte jedoch nicht lange. Don Juan nahm einen neuen Button, gab mir den Beutel und der Zyklus wurde erneuert und wiederholt, bis ich 14 Buttons gekaut hatte. Dann waren all meine ersten Empfindungen von Durst, Kälte und Unbehagen verschwunden. Stattdessen verspürte ich ein unbekanntes Gefühl von Wärme und Erregung. Ich nahm die Flasche, um meinen Mund zu erfrischen, aber sie war leer. »Können wir zum Bach gehen, Don Juan?« Der Klang meiner Stimme drang nicht heraus, sondern traf auf den Gaumen, sprang in meine Kehle zurück und hallte zwischen Gaumen und Kehle wieder. Das Echo war sanft und melodisch. Es schien Flügel zu haben, die in meiner Kehle schlugen. Ihre Berührung besänftigte mich. Ich folgte ihren Schwingungen, bis es verschwunden war. Ich wiederholte die Frage. Meine Stimme klang, als spräche ich in einem Gewölbe. Don Juan antwortete nicht. Ich stand auf und drehte mich in die Richtung des Baches. Ich sah ihn an, um zu erfahren, ob er mitkäme, aber er schien aufmerksam auf etwas zu lauschen. Mit einem eindringlichen Zeichen der Hand bedeutete er mir, still zu sein. »Abu Tol ist schon hier«, sagte er. Ich hatte dieses Wort noch nie zuvor gehört und ich überlegte, ob ich danach fragen sollte, als ich ein Geräusch bemerkte, das wie ein Summen in meinen Ohren war. Das Geräusch wurde ständig lauter, bis es wie die Vibration einer gewaltigen Rassel war. Es blieb einen kurzen Augenblick und nahm allmählich ab, bis alles wieder still war. Ich zitterte so stark, dass ich kaum stehen konnte, und doch waren meine Gedanken klar. Einige Minuten davor war mir schwindlig gewesen, doch war dieses Gefühl ganz einem Zustand äußerster Klarheit gewichen. Das Geräusch erinnerte mich an einen Science-Fiction-Film, in dem eine riesige Biene mit ihren Flügeln schlagend aus einer atomaren Strahlungszone kommt. Ich lachte über den Gedanken. Ich sah Don Juan in seine entspannte Haltung zurückfallen, und plötzlich näherte sich mir das Bild der riesigen Biene wieder. Es war wirklicher als gewöhnliche Gedanken. Ich sah es allein, umgeben von außergewöhnlicher Klarheit. Alles andere war aus meinen Gedanken gedrängt. Dieser Zustand geistiger Klarheit, der ohne Beispiel in meinem Leben war, erzeugte einen neuen Augenblick der Angst. Ich begann zu schwitzen. Ich beugte mich zu Don Juan, um ihm zu sagen, dass ich Angst hatte. Sein Gesicht war nur einige Zentimeter von meinem entfernt. Er sah mich an, aber seine Augen waren die Augen einer Biene. Sie sahen wie runde Gläser aus, die ihr eigenes Licht in der Dunkelheit hatten. Seine Lippen waren vorgeschoben und machten ein plapperndes Geräusch. »Petu, petu, petu!« Ich sprang zurück und wäre fast an die Felswand gestoßen. Scheinbar endlos lange spürte ich unerträgliche Furcht. Ich schluchzte und wimmerte. Der Schweiß war auf meiner Haut gefroren und ich fühlte eine quälende Steifheit. Dann hörte ich Don Juans Stimme. »Steh auf, beweg dich, steh auf!« Das Bild verschwand und ich konnte wieder sein vertrautes Gesicht sehen. »Ich hole etwas Wasser«, sagte ich nach einem neuen, endlosen Augenblick. Meine Stimme schlug um. Ich konnte die Worte kaum aussprechen. Don Juan nickte. Während ich wegging, merkte ich, dass meine Furcht genauso schnell und geheimnisvoll verschwand, wie sie gekommen war. Als ich dem Bach näher kam, merkte ich, dass ich jedes Ding auf dem Weg sehen konnte. Ich dachte daran, dass ich Don Juan gerade deutlich gesehen hatte, während ich vorher kaum die Umrisse seines Körpers erkennen konnte. Ich blieb stehen und sah in die Ferne und ich konnte sogar über das ganze Tal hinweg sehen. Einige Felsen auf der anderen Seite waren deutlich erkennbar. Ich glaubte, es sei früher Morgen, aber mir fiel ein, dass ich vielleicht die Zeitorientierung verloren hatte. Ich sah auf meine Uhr. Es war 10:50. Ich prüfte die Uhr, um zu sehen, ob sie ging. Es konnte nicht Mittag sein, also musste es Mitternacht sein. Ich wollte schnell zum Wasser und dann zu den Felsen zurück,
aber ich sah Don Juan herunterkommen und wartete auf ihn. Ich sagte ihm, dass ich durch das Dunkel sehen konnte. Er starrte mich lange an, ohne ein Wort zu sagen. Falls er etwas gesagt hatte, hörte ich ihn vielleicht nicht, denn ich konzentrierte mich auf eine neue, einzigartige Fähigkeit, durch das Dunkel zu sehen. Ich konnte die kleinsten Kiesel im Sand erkennen. Für Augenblicke war alles so klar, dass es früh am Morgen oder Dämmerung zu sein schien. Dann wurde es dunkel. Dann wurde es wieder hell. Bald bemerkte ich, dass die Helligkeit der Diastole meines Herzens entsprach und die Dunkelheit einer Systole. Die Welt veränderte sich von hell zu dunkel und wieder zu hell mit jedem Schlag meines Herzens. Ich war in diese Entdeckung vertieft, als das gleiche merkwürdige Geräusch, das ich zuvor gehört hatte, wieder hörbar wurde. Meine Muskeln verkrampften sich. Anuktal, so verstand ich das Wort diesmal, ist hier, sagte Don Juan. Das Brüllen kam mir so donnernd, so überwältigend vor, dass alles andere nicht zählte. Als es verklungen war, entdeckte ich plötzlich, dass das Wasser zugenommen hatte. Der Bach, der gerade vor einer Minute nur fußbreit gewesen war, dehnte sich zu einem gewaltigen See aus. Licht, das aus der Höhe über ihn zu kommen schien, berührte die Oberfläche so, als schien es durch dichtes Laubwerk. Von Zeit zu Zeit glitzerte das Wasser golden und schwarz für eine Sekunde. Dann blieb es dunkel, lichtlos, kaum sichtbar und doch seltsam gegenwärtig. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort einfach nur zusehend am Ufer des schwarzen Sees kauerte. Das Gebrüll musste langsam verklungen sein, denn was mich zurückriss in die Wirklichkeit, war wieder ein schreckliches Summen. Ich drehte mich nach Don Juan um. Ich sah ihn hinaufklettern und hinter dem Felsvorsprung verschwinden. Doch das Gefühl, allein zu sein, störte mich überhaupt nicht. Ich kauerte dort in einem Zustand von Hingabe und völligem Vertrauen. Wieder wurde das Gebrüll hörbar. Es war eindringlich wie das Geräusch eines hohen Windes. Ich hörte ihm so aufmerksam wie möglich zu und konnte eine bestimmte Melodie erkennen. Es war eine Verbindung hoher Töne wie menschliche Stimmen, die von einer tiefen Basstrommel begleitet wurden. Ich richtete meine ganze Aufmerksamkeit auf die Melodie und wieder bemerkte ich, dass die Systole und Diastole meines Herzens mit dem Klang der Basstrommel und der musikalischen Figur übereinstimmten. Ich stand auf und die Melodie verstummte. Ich versuchte, auf meinen Herzschlag zu hören, aber ich spürte ihn nicht. Ich kauerte mich wieder hin, weil ich glaubte, dass vielleicht meine Körperhaltung die Klänge bewirkt oder verursacht hatte. Aber nichts geschah, nicht ein Klang, nicht einmal von meinem Herzen. Ich glaubte, genug zu haben, aber als ich aufstand, um zu gehen, fühlte ich einen Erdstoß. Der Boden unter meinen Füßen zitterte. Ich verlor das Gleichgewicht. Ich fiel nach hinten und blieb auf dem Rücken liegen, während die Erde bebte. Ich versuchte, mich an einem Felsen oder einer Pflanze zu halten, aber etwas unter mir rutschte. Ich sprang auf, stand einen Augenblick und fiel wieder hin. Der Boden, auf dem ich saß, bewegte sich, glitt wie ein Floß in das Wasser. Ich blieb reglos, überwältigt vor Schrecken, der, wie alles andere auch, einzigartig, ununterbrochen und vollkommen war. Ich bewegte mich auf einem Stück Boden, das wie ein Baumstamm aus Erde aussah, durch das Wasser des Schwarzen Sees. Ich hatte das Gefühl, von der Strömung in südlicher Richtung getragen zu werden. Ich konnte sehen, wie sich das Wasser um mich bewegte und strudelte. Es fühlte sich kalt und merkwürdig schwer an. Ich glaubte, es lebte. Es gab keine erkennbaren Ufer oder Landzeichen und ich kann mich nicht an die Gedanken oder Gefühle auf dieser merkwürdigen Reise erinnern. Stunden des Umhertreibens schienen vergangen, als mein Floß eine Drehung im rechten Winkel nach links, nach Osten machte. Eine kurze Strecke glitt es weiter auf dem Wasser, bis es unerwartet auf etwas stieß. Die Wucht warf mich nach vorn. Ich schloss die Augen und spürte einen stechenden Schmerz, als meine Knie und meine ausgestreckten Arme den Boden trafen. Nach einem Augenblick sah ich auf. Ich lag auf dem Sand. Es war, als hätte sich mein steinerner Stamm mit dem Land vereint. Ich setzte mich auf und drehte mich um. Das Wasser wich zurück. Es bewegte sich rückwärts, wie eine sich zurückziehende Welle, bis es verschwand. Lange saß ich dort und versuchte, meine Gedanken zu sammeln und all das, was geschehen war, in einen klaren Zusammenhang zu bringen. Mein ganzer Körper schmerzte. Meine Kehle fühlte sich wie eine offene Wunde an. Ich hatte mir auf die Lippen gebissen, als ich landete. Ich stand auf. Im Wind spürte ich die Kälte. Meine Kleider waren nass. Meine Hände, mein Kiefer und die Knie zitterten so stark, dass ich mich wieder hinlegen musste. Schweißtropfen liefen mir in die Augen und brannten,
bis ich vor Schmerzen schrie. Nach einer Weile hatte ich wieder etwas Kraft und stand auf. Um mich herum war alles klar im dunklen Zwielicht. Ich ging ein paar Schritte, ein deutlicher Klang vieler menschlicher Stimmen drang zu mir. Sie schienen laut zu sprechen. Ich folgte dem Klang. Ich ging ungefähr 30 Meter und konnte plötzlich nicht weiter. Ich hatte eine Sackgasse erreicht. Der Ort, an dem ich stand, war ein Kral, den riesige Felsen geformt hatten. Ich konnte eine weitere Felsenreihe erkennen und dann noch eine und noch eine, bis sie in das Gebirge selbst übergingen. Aus ihnen kam die herrlichste Musik. Es war ein fließender, ununterbrochener, unheimlicher Strom von Klängen. Am Fuß eines Felsens sah ich einen Mann auf dem Boden sitzen. Sein Gesicht war im Profil zu sehen. Ich näherte mich ihm bis auf ungefähr 3 Meter. Dann drehte er den Kopf und sah mich an. Ich blieb stehen. Seine Augen waren das Wasser, das ich gerade gesehen hatte. Sie hatten die gleiche gewaltige Größe, das Glitzern von Gold und Schwarz. Sein Kopf war spitz wie eine Erdbeere. Seine Haut war grün, von unzähligen Warzen übersät. Bis auf seine spitze Form war sein Kopf genau wie die Oberfläche einer Peyote-Pflanze. Ich stand vor ihm und starrte ihn an. Ich konnte meine Augen nicht von ihm wenden. Ich fühlte, dass er mit dem Gewicht seiner Augen absichtlich auf meine Brust drückte. Ich bekam keine Luft. Ich verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Seine Augen wandten sich ab. Ich hörte ihn mit mir reden. Zuerst war seine Stimme wie das sanfte Rascheln einer leichten Brise. Dann hörte ich sie als Musik, als Melodie von Stimmen. Und ich wusste, sie sagte: »Was willst du?« Ich kniete vor ihm, sprach über mein Leben und weinte. Er sah mich wieder an. Ich fühlte, dass seine Augen mich forttrugen und ich glaubte, dieser Augenblick würde der Augenblick meines Todes sein. Er gab mir ein Zeichen, näher zu kommen. Ich schwankte für einen Augenblick, bevor ich einen Schritt vorwärts machte. Während ich näher kam, wandte er seine Augen von mir ab und zeigte mir seinen Handrücken. Die Melodie sagte: »Sieh.« In der Mitte seiner Hand war ein rundes Loch. »Sieh«, sagte die Melodie wieder. Ich sah in das Loch und sah mich selbst. Ich war sehr alt und schwach und tief gebückt, und helle Funken flogen überall um mich herum. Dann trafen mich 3 der Funken, 2 in den Kopf und einer in die linke Schulter. Mein Körper in dem Loch richtete sich für einen Augenblick auf, bis er ganz gerade war und verschwand dann zusammen mit dem Loch. Mescalitos Augen sahen mich wieder an. Sie waren so nahe, dass ich sie sanft rollen hörte, mit dem sonderbaren Klang, den ich so oft in dieser Nacht gehört hatte. Allmählich beruhigten sie sich, bis sie einem stillen See glichen, der von goldenen und schwarzen Blitzen gekräuselt wurde. Noch einmal wandte er seine Augen von mir und sprang wie ein Grashüpfer vielleicht 50 Meter weit. Er sprang wieder und wieder und war verschwunden. Dann erinnerte ich mich, dass ich lief. Klar denkend versuchte ich, Markierungspunkte zu erkennen, auch Berge in der Ferne, um mich zurechtzufinden. Während des ganzen Erlebnisses hatten mich Himmelsrichtungen verfolgt und ich glaubte, dass Norden links von mir sein müsste. Ich ging ziemlich lange in diese Richtung, bevor ich merkte, dass es Tag war und ich nicht länger meine Nachtvision gebrauchte. Mir fiel ein, dass ich ein Uhr hatte und ich sah nach, wie spät es war. Es war 8 Uhr. Es war ungefähr 10, als ich zu dem Felsvorsprung kam, wo ich in der letzten Nacht gewesen war. Don Juan lag auf dem Boden. »Wo bist du gewesen?«, fragte er. Ich setzte mich, um Luft zu holen. Nach einem langen Schweigen fragte er: »Hast du ihn gesehen?« Ich begann, ihm meine Erlebnisse der Reihe nach zu erzählen, aber er unterbrach mich und sagte, wichtig sei nur, ob ich ihn gesehen hätte oder nicht. Er fragte mich, wie nahe Mescalito an mich herangekommen war. Ich sagte ihm, dass ich ihn fast berührt hatte. Dieser Teil meiner Geschichte interessierte ihn. Er hörte jeder Einzelheit, ohne etwas zu sagen, aufmerksam zu und unterbrach mich nur, um Fragen zu stellen über die Art des Wesens, das ich gesehen hatte, über seine Charakteristika und über andere Einzelheiten. Es war ungefähr Mittag, als Don Juan von meiner Geschichte genug zu wissen schien. Er stand auf und band mir einen Lederbeutel um die Brust. Er sagte mir, ich solle hinter ihm gehen und er würde Mescalito schneiden. Und ich müsste ihn mit den Händen entgegennehmen und ihn sanft in den Beutel legen.
Wir tranken etwas Wasser und gingen los. Als wir den Rand des Tals erreichten, schien er einen Augenblick über die Richtung unsicher. Als er sich entschieden hatte, folgten wir einer geraden Linie. Jedes Mal, wenn wir zu einer Peyote-Pflanze kamen, kniete er vor ihr nieder und schnitt mit einem kurzen, gezackten Messer sorgfältig die Spitze ab. Er machte in Bodenhöhe einen Einschnitt und streute auf die Wunde, wie er sie nannte, reinen Schwefelpuder, den er in einem Lederbeutel bei sich hatte. Er hielt den frischen Button in der linken Hand und streute den Puder mit der rechten Hand. Dann stand er auf und gab mir den Button, den ich, so wie er mir gesagt hatte, mit beiden Händen entgegennahm und in den Beutel legte. »Steh gerade und lass den Beutel nicht auf den Boden oder an die Büsche oder sonst irgendwas kommen«, sagte er wiederholt, als glaubte er, ich würde es vergessen. Wir sammelten 65 Buttons. Als der Beutel ganz voll war, band er ihn mir auf den Rücken und befestigte einen neuen auf meiner Brust. Als wir das Plateau überquert hatten, hatten wir zwei volle Säcke mit 110 Peyote-Buttons. Die Beutel waren so schwer und prall, dass ich unter all dem Gewicht und der Masse kaum gehen konnte. Don Juan flüsterte mir zu, dass die Beutel schwer seien, weil Mescalito zur Erde zurückkehren wolle. Er sagte, die Trauer Mescalitos, der sein Zuhause verließ, mache sie schwer. Meine wirkliche Aufgabe war es, die Beutel nicht den Boden berühren zu lassen, denn wenn es passierte, würde Mescalito mir nie wieder erlauben, ihn zu nehmen. In einem bestimmten Augenblick wurde der Druck der Gurte auf den Schultern unerträglich. Etwas übte gewaltige Kraft aus, um mich auf den Boden zu ziehen. Ich fürchtete mich sehr. Ich bemerkte, dass ich schneller ging, ja beinahe rannte. Irgendwie trottete ich hinter Don Juan her. Plötzlich verringerte sich das Gewicht auf Rücken und Brust. Die Last wurde locker und leicht. Ich rannte unbeschwert, um Don Juan einzuholen, der vor mir war. Ich sagte ihm, dass ich das Gewicht nicht mehr spürte. Er erklärte mir, dass wir Mescalitos zu Hause bereits verlassen hätten. Dienstag, 3. Juli 1962. Ich glaube, Mescalito hat dich fast angenommen, sagte Don Juan. Warum sagst du, er hat mich fast angenommen, Don Juan? Er hat dich nicht getötet, dich nicht einmal verletzt. Er hat dich ganz schön erschreckt, aber nicht wirklich schlimm. Wenn er dich überhaupt nicht angenommen hätte, wäre er dir ungeheuer und voller Zorn erschienen. Einige Leute haben die Bedeutung des Schreckens erlebt, als sie ihm begegneten und von ihm nicht angenommen wurden. Wenn er so schrecklich ist, warum hast du mir dann nicht davon erzählt, bevor du mich zum Feld mitnahmst? Du hast nicht den Mut, ihn absichtlich zu suchen. Ich dachte, es sei besser, wenn du es nicht wüsstest. Aber ich hätte vielleicht sterben können, Don Juan. Ja, das ist möglich. Aber ich war sicher, dass alles gut ausgehen würde für dich. Er hat einmal mit dir gespielt. Er hat dich nicht verletzt. Ich dachte, er würde auch diesmal Mitgefühl mit dir haben. Ich fragte ihn, ob er wirklich glaube, dass Mescalito Mitgefühl mit mir gehabt hatte. Das Erlebnis war so erschreckend gewesen, ich fühlte, dass ich fast vor Furcht gestorben wäre. Er sagte, dass Mescalito äußerst gütig zu mir gewesen sei. Er hätte mir ein Bild gezeigt, das eine Antwort auf eine Frage war. Don Juan sagte, Mescalito hätte mir eine Lehre erteilt. Ich fragte ihn, was die Lehre sei und was sie bedeutete. Er sagte, es sei unmöglich, diese Frage zu beantworten, weil ich mich zu sehr gefürchtet hatte, um genau zu wissen, was ich Mescalito fragte. Don Juan drängte, ich sollte mich erinnern, was ich Mescalito gesagt hatte, bevor er mir das Bild auf seine Hand zeigte. Aber ich konnte mich nicht erinnern. Ich wusste nur noch, dass ich auf die Knie gefallen war und ihm meine Sünden gebeichtet hatte. Don Juan schien nicht weiter interessiert, darüber zu sprechen. Ich fragte ihn, kannst du mir die Worte des Liedes beibringen, das du gesungen hast? Nein, das kann ich nicht. Diese Worte gehören mir. Der Beschützer selbst hat sie mir beigebracht. Die Lieder sind meine Lieder. Ich kann dir nicht sagen, was sie sind. Warum kannst du es mir nicht sagen, Don Juan? Weil diese Lieder eine Verbindung zwischen dem Beschützer und mir sind. Ich bin sicher, dass er dich eines Tages deine eigenen Lieder lernen wird. Warte darauf und niemals, wirklich niemals, ahme die Lieder nach, die einem anderen Mann gehören, und frage niemals, niemals nach ihnen. Was war das für ein Name, den du gerufen hast? Kannst du mir das sagen, Don Juan?
Nein, sein Name darf niemals ausgesprochen werden, außer wenn man ihn ruft. Was ist, wenn ich ihn selbst rufen will? Wenn er dich eines Tages annimmt, wird er dir seinen Namen sagen. Dieser Name wird nur zu deinem eigenen Gebrauch sein, entweder um ihn laut zu rufen oder um ihn dir leise vorzusprechen. Vielleicht wird er dir sagen, sein Name sei José, wer weiß. Warum ist es falsch, seinen Namen zu nennen, wenn man über ihn spricht? Du hast doch seine Augen gesehen, nicht wahr? Du kannst mit dem Beschützer nicht herumspielen. Darum kann ich ja nicht begreifen, dass er sich entschloss, mit dir zu spielen. Wie kann er ein Beschützer sein, wenn er manche Leute verletzt? Die Antwort ist sehr einfach. Mescalito ist ein Beschützer, weil er für jeden, der ihn sucht, erreichbar ist. Aber stimmt es nicht auch, dass alles in der Welt erreichbar ist für jeden, der es sucht? Nein, das ist nicht wahr. Die verbündeten Mächte sind nur dem Brujos erreichbar. Aber jeder kann an Mescalito teilhaben. Aber warum verletzt er dann manche Leute? Nicht jeden mag Mescalito. Und doch suchen sie ihn alle in der Vorstellung, von ihm zu profitieren, ohne etwas zu tun. Natürlich ist ihre Begegnung mit ihm jedes Mal erschreckend. Was geschieht, wenn er einen Mann vollständig annimmt? Er erscheint ihm als ein Mann oder als ein Licht. Wenn ein Mann auf diese Weise angenommen wird, bleibt Mescalito derselbe. Danach verändert er sich nie. Vielleicht wird er, wenn du ihn das nächste Mal triffst, ein Licht sein, und eines Tages fliegt er vielleicht mit dir und zeigt dir all seine Geheimnisse. Was muss ich tun, um bis zu diesem Punkt zu kommen, Don Juan? Du musst stark sein und dein Leben muss ehrlich sein. Was ist ein ehrliches Leben? Ein aufmerksames, ein gutes, starkes Leben.